Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miscreated. Und wir haben jetzt in der letzten Folge diesen Busch gefunden, wo der Vampy und ich jetzt eine Base bauen wollen oder zumindest erstmal ein Schild und eine Kiste entpflanzen. Und der Vampy ist auch noch dabei. Ja, moin. Da, oh ja, da steht er. Ja, gerade nicht mehr gefunden. So, jetzt habe ich die Holzaxt und muss axten, aber ich habe keinen Platz. Und dann esse ich erstmal etwas. Nee, warte mal, ich kann ja. Was habe ich denn das? Essen. Ich kann auch was essen. Korn, siehst du, das ist jetzt weg. Jetzt könnte ich mit der Holzaxt ein bisschen Holz stacken. Ich weiß gar nicht, wie viel geht. 5, glaube ich. Das heißt, ich sollte vielleicht noch was trinken gehen. So. Und jetzt muss ich erstmal wieder nach oben kommen. Ja, der Weg ist schon ein bisschen schwerlich, aber die sind man dünne. Man kann ja nachher irgendwie eine Treppe bauen hier oder sowas. Ja. Der Baum ist vielleicht gut. Ich habe hier nur ziemlich dünne Bäume, aber egal. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ich sehe den. Ah. So, 5 kann ich stacken. Aber ich habe 2. Aber machen wir erstmal Woodlock daraus. Construction. What? Ich hab ja auch einen Hammer und ich hab die Nägel. Kannst mir auch das Holz ergeben, ne? Ja, richtig. Den Hammer brauchst du nicht, aber die Nägel und dann das Lumber kann ich dir den geben. Dann mach ich das auch zum ersten Mal. Ein Schild. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich 3, okay. Noch einen auf jeden Fall. Dann, ey, hallo. Was ist jetzt Holz? Der macht er nicht. Jetzt habe ich was. Willst du auch? Nö, ich mach Boxtraining. Was soll ich noch was sagen? Ja, du hast doch gar keine Axt. 1. Ich kann ja ein Messer nehmen und schnitzen. So, ich muss mal gucken. Du brauchst für das Schild 2 Lumber. Und ich habe 4 Lumber gemacht für eine Kiste. Aber was war jetzt eine Kiste? Das ist Plattform. Okay. Ach so, ja, Storage, haben wir es jetzt. 2 Lumber habe ich schon mal fertig. Ein Funnel Panel. Ein Furnier Panel. Ein Furnier Panel, ein Woodlock. Das kriege ich ja hin. Zack. Crafting. Okay, und jetzt kann ich. Ach, nicht klar. Aber wenn ich dir die Nägel gebe, ne, hier runterschmeiße. Ja. Dann sehen die Zuschauer ja auch, wie man das macht. Ach so, ich mach das Ding, meinst du, ne? Oder? Ja. Okay, nee, können wir auch. Dann mache ich erstmal die Kiste. Bringt mir das? Ne, okay, einmal Nägel rausgeschmissen. Okay, ich muss dann eben was essen oder so. Ich habe zu wenig Platz. Kannst du mir auch irgendwas rausschmeißen, ne? Ja, ich schmeiße hier eine Zündkerze mal hin. Wo sind die Nägel denn? Irgendwo da habe ich die hingeschmissen. Nein, irgendwo. Nee. Ich habe die Zündkerzen auch noch nicht gefunden. Ja, das ist echt schlecht. Ja, sind alle Nägel weg. Oh nee, Mensch. Nee, ich hab noch Nägel. Achso. Ja, hier ist eine freie Fläche. Hier ist eine Fläche, hier schmeiß ich Nägel hin. Okay. Ich weiß noch nicht, wo du bist, aber. Hier, ich hüpfe. Siehst du mich nicht? Haha. Nee. Bisschen zum Wasser hin. Hä? Sieh dich noch nicht? Hier. Ach, da. Okay. Ach, die rollen so weg. Ja. Ah, der rollt da noch runter. Ja, ich sehe. Ja, bleib hier. Oh na. Ah, die. Und dann gehen die kaputt, glaube ich, mit der Zeit. Okay, also die Physik ist schuld. Ah, super.
Klappt nochmal. Ja, jetzt haben wir von drei Nägeln schon zwei verbraucht. Mal gut, dass wir drei hatten. Wir gehen nach oben hin weiter. Ja, also das plumpst hier echt runter. Und dann würde ich mal sagen, wir müssen mal nach oben laufen. Eieiei. Wir kommen wieder hoch, aber ich komme hoch. Ach, es könnte auch so einfach sein. Okay, auch gut zu wissen. An Schrägen sollte man nichts fallen lassen. Es ist, ich bin jetzt oben bei dem Weg. Ja, ich auch. Das ist auch die einzige Stelle, wo man hier so hochkommt, glaube ich. Also man kommt da echt schlecht weg. Ja gut. So, Nägel. Und ich schmeiß die... Ach, ich habe jetzt da Platz. Da liegen die. Ja, jetzt ist es... Ich hab sie. Crafting. Obwohl, jetzt kann ich da hin, weil... Mit Nägel und denen crafte ich dann ein Schild und dann eine Kiste. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich gehe jetzt mal schon dahin, dann stehe ich in Sicherheit. Aufpassen, nicht, dass man runterstürzt. Das ist auch schon so eine Gefahr hier. Aber es geht. Ich komme da hin. So, wir mal hoffen, dass ich auch hier ein Schild pflanzen, hinpflanzen kann. Das wäre sonst blöd. Others. Eine Shield. Zwei Lampe habe ich. Einen Nägel auch. Und das Schild kommt dann hier hin, wo die Nägel sind. Und dann eine Kiste aus zwei Lampe und... Okay, passt. Place. Place. Ach so, ja, nee, doch, geht. Und das klappt. Ich kann das Schild hier mal ganz tief in den Busch setzen. Zack, da steht er. Und jetzt kommt die Truhe. Crafting. Storage. Das dauert ein bisschen. Hier können wir dann auch eine schöne Base, schöne Abhang machen. Ja, man könnte, klar, die so... schön so ein bisschen weiter raus, dann kann man nur von einer Seite vielleicht angegriffen werden. Das stimmt. So, die kommt... Vielleicht so eine Brücke machen, so dass man... Die kann man gut sehen, also wenn du in den Busch reingehst, sieht man die gut. So, Munition, die Kiste, Munition, Waffe, Waffe, die Taschenlampe, ich lasse sie auch mal hier drinne, weil ich brauche sie gerade nicht. Hab sie an eine Waffe dran. Eine Wasserflasche schmeiße ich hier rein und dann habe ich schon 5 Slots verbraucht. Und dann, ja, kann man noch ein bisschen Nahrung reinmachen. Okay, also du hast auch noch 5 Slots da, kannst du nutzen. Achso, warte mal, du komm erstmal her und ich sollte folgendes mal machen. Ich mache erstmal einen Clan, sonst klappt das ja vielleicht gar nicht. Also, create a clan, wie nennen wir das? Ein ganz kreativer Name brauche ich jetzt. OV. Ostfriesische Vereinigung. Ja. Ost. Ich schreibe Friesen. Ostfriesen. So, fertig. Okay, ich bin da drinne und jetzt rechte Maus. Ne, wie war das auch noch? Mit E? Ne, mit F. Kann ich das. Ach, Mausrad drücken, ne? Ja. Hallo? Warum geht denn das jetzt nicht? Ach nee, scrollen war das, einfach scrollen. So, jetzt hast du die Einladung. Ja, da wo man craftet daneben. Ja. Okay, und dann kannst du in den Busch rein. Jawohl. Und. Ich jetzt, kann in den Busch. Richtig. Ich meine, die Kiste hättest du ja eh ausräumen können, aber jetzt kannst du auch mit auf- und abbauen. Das ist halt jetzt die Funktion. Die natürlich nur geht, wenn du auch in demselben Clan bist. Ich schmeiß Rex rein, ne, und Klebeband habe ich reingeschmissen. Ach, Rex, ja. Ich könnt, ja, Rex habe ich auch 4 Stück. Bandagen 3, das ist eigentlich alles zu viel. Man braucht das ja gar nicht so. Ich habe Bandagen 4. Ja. Ja, vielleicht, ja. Man kann sich mal, aber gut, wenn man also wenn man stirbt und dann kann man froh sein, wenn man Rex hat. Dafür ist das gut. Ich habe hier schon voll den Plan, so. Du hast einen Plan? Ja. Wie man das ja aufbauen könnte, oder? Ja. Oh, oh, wo stehe ich denn jetzt?
Hier sind lauter Büsche, so wenn man runtergeht, ne? Die so versteckt sind. Aber die Frage ist, ja, zum Wasser kommt man hier schlecht, glaube ich. Doch ein bisschen steil am Ende. Ja. Und gefährlich. Also hier muss man echt aufpassen, dass man sich nicht da umbringt aus Versehen. Aber der Busch ist ja nicht, gefällt mir auch deswegen so gut. Weil man halt gefährlich ist. Die Kiste findet man aber auch leicht wieder in dem Busch. Ja, siehst du, Tape. Ich bin richtig dafür, dass wir hier richtig so weit ein bisschen rausbauen. Ja. Rex. Schmeiß ich auch nochmal meine Rex da rein. Das sind genug Rex. Ich meine, wenn man so rausbaut, kann man die Base schnell sehen. Aber du bist immer nur von einer Seite verwundbar, ne? Ja. Und man kann ja, wie gesagt, die Base so bauen, dass die Plattform oder mal ein Auto draufsteht oder sowas, dass man da ein Teil wegnimmt und man kommt da nicht ran. Das stimmt. Bloß dann müssen wir die Base oben bauen, weil mit dem Auto kommst du hier nie wieder weg. Nach oben fahren geht nicht. Oben meine ich ja. Ach so. Dann so über diesen Abgrund rüber. Ich muss mal erstmal nach oben laufen. Also ich muss erstmal eine Weile in die Richtung laufen, bevor ich nach oben laufen kann. Jetzt geht das. Schöne Sache. Also die Base ist da echt sehr versteckt. Ich glaube nicht, dass da jemand... So, jetzt bin ich auch oben auf bei dem Weg. Man könnte direkt quasi beim Weg was abzweigen. Ja, ich komme hier auch gerade hoch. Wo bist du jetzt? Ich bin hier beim Weg oben. Ach, da bist du. Und guck Richtung Meer und ja, ich würde sagen, hier so rausbauen, so über den Bäumen drüber weg. Ach so. Wenn das geht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das geht. Man müsste hier eine Plattform hinsetzen und auf der Plattform dann dieses Prinzip machen mit den Brettern an Brettern. Ja. Was auch richtig schwierig werden kann. Vielleicht ist es ja verbessert worden, das weiß ich jetzt nicht. Manchmal war das ein bisschen schwierig. Oder man muss großzügig bauen. Ja, aber ich meine so richtig so ein bisschen über die Bäume drüber weg. Wenn du hier mit dem Auto kommst, dass du ja, ja. An unserer Plattform und man nimmt was weg. Ja, richtig, genau. Am besten eine schmale Plattform. Ne? Das ist aber schwierig, die muss man auch wieder hinsetzen können. Man bräuchte eine lange, breite Brücke oder so etwas. Oder eine lange Plattform. Wenn man die wegnimmt, dass man die hier hinstellen kann und dass man, ne, also... Ich weiß, was du meinst, ja. Dass man, wenn man die wegnimmt, auch nicht hinspringen, nichts machen kann. Weißt du, dann bist du von hinten auf jeden Fall nicht so verwundbar, ne? Ja, über Wasser kommen die können nur von hier vorne und dann müssen die schon mit dem... Was weiß ich, kommen. Das müssen wir uns sehen, aber hier kann man durchaus was machen, das stimmt. Das wäre dann effektiver wie unsere anderen Basen, die wir mal gebaut haben. Ja, das stimmt. Dann brauchen wir auch keinen Zaun. Nur, dass wir brauchen selber einen, damit wir nicht runterfallen. Aber dann kann man einen kleinen Zaun machen. So, die Axt. Übrigens, die Axt, die könnte ich jetzt auch in der Kiste lassen können. Das mache ich auch noch. Zurück zur Kiste. Da kommt die Axt rein. Was soll ich mit der rumlaufen? Die brauchen wir eh hier. Ja, hier falle ich auch nicht runter, das ist eigentlich sehr schön. Wollen wir nochmal zu deren Base da unten laufen und gucken, was da mit den Campingtischen ist? Oh ja, stimmt, das interessiert mich auch wohl noch. Also die Axt in die Kiste. Da kann ich auch sterben, ich habe die Axt ja immer noch hier in der Kiste. Was soll's denn, ne? Die Wasserflasche, brauchen wir die jetzt echt hier in der Kiste? Was nehme ich jetzt raus, ey? Komm, ein leeres Magazin interessiert hier nicht. Das nehme ich raus. Das, was du mitgebracht hast. Ja. Ich dachte, das ist für die Waffe da, die du hast. Nee, das Magazin für die Waffe habe ich. Ich brauche nur ein paar Kugeln und deswegen, das brauchen wir, glaube ich, nicht. So, ich laufe mal schon, ich laufe in die Richtung. Über... Bin halt ein bisschen weiter unten jetzt so, ne? Hier ist noch ein Busch. Da können wir ja gucken, vielleicht, dass ich da nochmal meinen Base mache oder so. Wenn das nicht zu dicht ist. Ja, ich glaube, das ist zu dicht. Läufst du schon in die Richtung? Ja, ich komme jetzt runter zu dir. Aber man kann ich sehe dich, noch, ja. Man kann ja trotzdem noch so runterlaufen zum Wasser hin. Ja. Das ist ja nicht so weit weg. Nee, och, hier geht's ja richtig steil runter. Muss man, wenn man erstmal fällt, ist das gefährlich. Pass auf, lauf da. Ja, ich rutsche. Cool. Ne? Aber da unten, das, da, ja, da kommt man da hin, da könnte man jetzt hinkommen. Also,
Ja, wir können nicht direkt zum Wasser, aber es ist ja nicht so weit jetzt. Also verdursten werden wir dann nicht. Nee, ich habe die Wasserflasche auch drin gelassen. In der Kiste, weil das bietet sich dann an. Aber ich hätte ja tatsächlich den Busch, den ich gerade gesehen habe, da unten. Der wäre vielleicht noch besser gewesen, weil das wäre dichter am Wasser. Kann man ja nochmal ändern. Aber vielleicht kommt man da nicht, kann man die Base da nicht da bauen, wo sie, dann ist man zu weit davon wieder weg. Von einer tollen Stelle. Das Wasser haben die geändert, das bewegt sich jetzt mehr, ne? Oder war das schon immer so doll am... Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht, aber so doll? Ich glaube, das war, ging hin und her vielleicht ein bisschen. Aber das hat jetzt richtig Wellen. Ein Wellengang. Erst mit dem Busch rein und beobachten, ob da jemand ist. Ja. Wenn man zielt, ist es unscharf auf Entfernung geworden. Meine ich auch, aber. Auch einfach nur Plattform. Ach so, da ist ja nichts. Aber eher die Campingtische da, ne? Also das ist dann der Campingtisch. Und man kann da nicht drauf zugreifen. Nee. Also hier ist ein Stuhl, den kannst du jetzt platt hauen. Ja. Ich denke mal, das ist jemand, der kennt das Spiel noch nicht und hat einfach ein bisschen getestet. Ja, und hat das halt so gebaut, was er gerade so probieren wollte. Tippe ich jetzt mal. Und hat dann auch diese ganzen Campingstühle mitgenommen, aber ja, das ist einfach nur Dekoration. Hat keinen wirklichen Nutzen. Nö. Haust du hier rum? Ja, ne? Ja. War da irgendwo noch eine Kiste hier im Busch oder so? Ah ja, stimmt. Das wäre jetzt eine. Ja. Er hat hier keine. Oder zwischen den Felsen hier irgendwo. Ich stehe ja mega auffällig rum. Ja, das wundert mich ja. Keiner eine Kiste hat er nicht gemacht. Doch, wahrscheinlich wohl irgendwo, ne? Oder ist kaputt. Ja, die macht man ja, wenn man drauf zugreifen kann, macht man die ja eh nicht, eigentlich nicht kaputt. Außer um Sachen komplett zu vernichten, ne? Hier macht es auch keinen Sinn, denn wenn denn im Wald. Und das Schild steht ja auch so hier, dass man da auch noch im Wald was hätte platzieren können. Die da hinten haben auch cool gebaut, so auf dem am Felsen, ne? Ja, genau, am Rand. Da kann die auch, also von unten kommst du nicht hoch. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schlecht. Weil das ist so also ein Sack, da kannst du ja nicht hochklettern. Ne, richtig. Also, wenn das sind gute Stellen. Ist man dann schon mal sehr safe. Da musst du dich nur um eine Wand kümmern und die kannst du dann ja mehrlagig machen, ruhig. Dass man da nicht durchkommt. Oder Ne, richtig. dass man fast eine halbe Stunde braucht, um da durchzukommen. Gut, dann laufe ich mal zu unserer Base da. Und dann loggen wir uns aus. Ja. Wahrscheinlich wohl, ja. Also, ja. Wir laufen jetzt noch dahin und werden uns ausloggen. Ich glaube, ja gut, ich lasse es noch an. Vielleicht passiert uns ja noch irgendetwas. Nicht, dass hier was fehlt. Und dann ist erstmal die Arbeit getan. Also wenn jetzt Zuschauer kommen und die sagen, das war unsere Base da, wo wir gerade waren und die erkennen, welche Map wir sind. Ja, stimmt. Oh ja. Wenn die das sehen, Wir aber. sind aber eigentlich friedliche Spieler, also wenn ihr uns nichts tut, tun wir auch Richtig. nichts. So ist es ja. Und so ist es mit Da dem kann man sich Tun. auch zusammentun. Durchaus, durchaus. Oh. Ich glaube, ich laufe hier gerade schlecht. Aber nee, ich komme. Auch gut, wenn man sich ein bisschen mehrere zusammentut, eine größere Gruppe,
kann man sich da auch gegen Arschlöchern wehren. Ja. Das stimmt, man trifft hier eigentlich immer sehr viele ballerfreudige Spieler. Natürlich ist auch die Angst natürlich da, weil ja, man kennt die anderen nicht und meistens wird sofort geschossen. Das ist hier fast so, ne? Wer zuerst schießt, der bleibt am Leben. Und das ist leider schade. Das ist bei den meisten Survival-Spielen so, die auf Multiplayer-Maps so basiert. Also, ne, die meisten sind ja so. Wie hieß es dann noch? Wir haben selber schon miterlebt hier. Ja, es gibt ja noch DayZ zum Beispiel. Und da ist das auch nicht besser. Ja, ich habe schon mal irgendwie am Anfang hier auch mal Let's Plays von Miscreated gesehen und einer der Let's Player hatte da auch mal gesagt, dass das hier freundlicher ist als bei DayZ. Aber wahrscheinlich ist das schon ein bisschen länger her und dem ist wohl eher nicht mehr so. Die einzigen, die echt freundlich sind, sind die Leute, die wirklich nichts haben. Ist aber, glaube ich, bei DayZ bestimmt auch so. Die nichts haben, die machen auch, sind meistens immer so lange noch nett. Und ist klar, wenn du. Ja, aber ja. Ja, das stimmt. Weil dann kannst du auch was verlieren und dann ist die Angst da, was macht der Gegenspieler. Ist ein bisschen, ja, schwierig. Und vor allem ist ja auch immer die Geschichte, ne, wenn die dir sagen, ja, also selbst mit diesem Voice-Chat kann man ja benutzen und sagen, ey, hör zu, ich tu dir nichts. Und dann holt man die Waffe raus und schießt einen ab. Es gab ja auch Situationen mit dir zum Beispiel, Vampir, da bist du mit jemandem mitgelaufen zusammen und ihr habt euch gegenseitig die Gebäude schön abgesucht und dann hat er dich gekillt am Ende. Ja, richtig. Also, selbst wenn die eine Weile nett sind, kann sich das jederzeit ändern. Ja, ist ein bisschen schade, aber so ist es halt auch, glaube ich, in der richtigen Survival-Welt, da müssen Vertrauen aufgebaut werden und das geht halt im Multiplayer nicht so. Beziehungsweise hier ist es ja auch, ja, weiß ich nicht, was anderes als in Real Life. Ist es im richtigen Leben, würde das auch so sein? Cool. Ja, kann man darüber diskutieren, aber wir sind soweit am Ende und loggen uns aus. Wenn ihr auch noch Miscreated Spieler seid und ihr sucht noch welche, die mitspielen, schreibt das in die Kommentare. Genau. Richtig, man kann sich ja verabreden auf dem Server. Richtig. Dann findet man sich. Richtig. Denk, ja, vielleicht gebe ich mal den Servernamen bekannt, allerdings ist das echt gefährlich. Aber na gut, müssen wir ja mal schauen, ne? Erst wenn wir die Base fertig haben. Ja, genau, richtig. Dann sind wir sicher. Okay. Dann vielen schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder wie gesagt, schreibt was in die Kommentare zu den Themen, die wir gerade genannt haben. Wir sagen auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.